Ist alles bereit? Können wir anfangen? Ich kann nicht anders, Mann. Wir haben was zu erledigen. Chris, haben wir ihn verloren? Nein, nein. Ethan Winters ist in Sicherheit. Er lebt und ist wohlauf. Und Lucas Baker? Er ist die einzige Verbindung zu den Connections. Er ist als nächstes dran. Okay, bin im Bergwerk. Stabiles Signal. Ich höre dich laut und deutlich, Chris. Von der ersten Einheit kam nicht viel, bevor der Kontakt abbrach. Aber offenbar hat Lucas das Bergwerk zu seinem Unterschlupf gemacht. Wie viele werden vermisst? 3 unserer Besten. Ihre letzte Übertragung war in der Nähe eines Labors gleich davor. Ich will, dass du es dir anschaust. Verstanden. Das Labor ist gleich davor. Was war es, was Lucas hier unten wollte? Wir analysieren noch die Daten, aber anscheinend experimentierte er mit einem Typ E-Mutamycet. Hoffen wir, die Männer sind nicht Teil der Experimente geworden. Ich werde dich hier rausbekommen. Lass mich. Es ist zu spät. Wir kommen beide hier raus.
Ich hab Neuigkeiten. Was? Das wird nicht passieren. Oh, das würde ich nicht tun, wenn ich du wäre. Du kannst natürlich versuchen, das abzunehmen. Aber davon würde ich abraten. Meine Hand könnte ausrutschen und dann... Stopp! Ups. Also es läuft so, Chris. Du folgst mir nicht und ich lasse deinen Kopf nicht an die Decke hüpfen. Oh, und das gleiche gilt für deine kleinen Soldatenfreunde. Adios. Muchachos. Scheiße. Ich detektiere Sporen in der Luft. Typ E Mutamycet. Der Atemgerätmodus wird automatisch eingeschaltet. Halte ein Auge auf deinen Sauerstofftank. Dein Sauerstofftank ist auf 50%. Vergiss nicht deine Sauerstoff. Anscheinend bist du nicht kontaminiert. Geh zurück und lass die Bombe an deinem Arm entschärfen. Keine Zeit. Will dem Arsch keinen Vorsprung geben. Verstanden. Sei nur vorsichtig. Dein Sauerstofftank ist auf 50%. Chris, wir haben jetzt die von Lucas abgefangenen Daten analysiert. Wie wir uns dachten, der Mistkerl hatte Statusberichte über Evie an die Connections geschickt. Finde ihn und mach ihn dingfest. Das darf sich nicht wiederholen. Ihr wollt ihn sicherlich rekrutieren? Chris, wie oft denn noch? Die BSAA ist vielleicht überzeugt. Wenn nicht, wäre ich nicht hier. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, mit Umbrella zu arbeiten. Ich weiß, es muss schwer sein. Und um ehrlich zu sein, viele waren bei uns, bevor wir uns als privates Militärunternehmen neu gründeten. Aber jetzt ist fast nur der Name übrig. Konzentrieren wir uns auf die Mission und setzen wir das Gespräch fort, wenn du zurück bist. Okay? Klar, wie du meinst. Noch am Leben da drin? Redfield? Keine Sorge. Ich finde den Schlüssel und hol dich da raus.
Das ist schon besser. Bitte sag mir, was ich da sehe. Du brauchst Ramrods, um die Regeneration aufzuhalten. Du musst dich zurückziehen. Jetzt ist alles gut. Ich will doch nur, dass du das denkst. Ich bin nur der Köder. Und du bist drauf reingefallen. Was? Oh, Mist! Nimm den Filter. Von meiner Maske. Schnell!
Dann stirbst du. Ich bin sowieso tot. Er hat recht, Chris. Schau zu und merk. Lucas, nein! Nicht abwarten, das Arschloch in die Finger zu kriegen. Denk daran, dass wir ihn lebend brauchen, Chris. Ja, ja.